Herzlich willkommen zurück zu Sky Saga Alpha 7 mit Arezu. Ich bin Arezu und habe gerade eine Truhe erstellt und oben ein bisschen aufgeräumt. Und jetzt mache ich hier unten gerade kurz weiter. Ich sag so oft und. So. Hier kommen die beiden rein. Und das werfen wir einfach mal dorthin. Da stört es niemanden. Außerdem können wir damit ins Abenteuer. Das ist dann noch ein ganz nützlicher Nebeneffekt. So, das lernen wir noch schnell. Das lernen wir. Yay, jetzt kann ich arktische Abenteuer erstellen. Also kleine. Sollte ich vielleicht auch irgendwann mal machen. So. Oh, Siedlerrang auf. Geht das Portal zu, wenn ich jetzt so nach oben gehe? Ich probier's mal. Ich gehe mal schnell nach oben und gucke, ob ich schnell den Briefkasten leeren kann. So, Siedlerrang auf. Was haben wir? Oh, einiges an Rezepten. PvP-Leaderboard. Ein antiker Schädel. Gauntlets of Hurling? Was soll denn das bitte sein? Nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Das kann ich dann jetzt gleich lernen. Ich möchte trotzdem jetzt schnell zum Portal zurück. Und oh, es ist noch offen. Dann kann ich auch schnell das lernen hier. Okay. Man kann damit auf weitere Entfernung Blocks setzen. Sehr schön. Also die ganzen Zusatztools, die es in Alpha 7 gibt, die gefallen mir wirklich ziemlich gut. Ich meine, ich kann fliegen, ich kann über weite Entfernung Blocks abbauen, ich kann Blöcke abbauen, ich kann so über weite Entfernung setzen. Ich kann total schnell Dinge abbauen, die im Weg sind. Das ist toll. Jetzt wäre es nur noch ganz gut, wenn ich das Talent hätte, um wirklich gutes Zeugs zu bauen. Also Schlösser zum Beispiel. Aber auch wenn ich das nicht kann, bedeutet das wahrscheinlich, dass die ganzen wirklich guten Baumeister jetzt viel mehr Zeit oder viel mehr Effektivität haben. Und deswegen werde ich vielleicht bald ganz viel Zeug zeigen können. Das ist doch auch toll. Okay, dort oben ist schon wieder eine hohe Insel. Hier haben wir ein kleines Dorf. Das Dorf ist sowieso der Eingang zum Portal, deswegen gucke ich es mir später an. Gehen wir erstmal zur fliegenden Insel. Und hier ist noch ein kleines Dorf. Dann gehen wir zuerst dorthin. Hallo. Hier ist nichts. Gut, ein Spieler ist da, aber ganz viel Baumwolle. Okay. Da leuchtet was. Achso, das ist nur so ein Glühwürmchen. Da fällt mir gerade ein, ich glaube, ich habe eine Quest, Gegner in der Nacht zu töten. Vielleicht sollte ich das mal machen. Sind hier irgendwo Gegner? Hallo? Hier wird es doch irgendwo welche geben im Dorf, oder? Gegner? Gegner? Kommt schon, ihr wohnt hier! Wahrscheinlich haben meine verehrten Mitspieler die schon getötet. Oh, da ist einer! Hallo! Hallo! Danke. Nummer 1. Oh, und der hat einen Helm fallen gelassen. Sehr schön. Das nenne ich sozial. Oh, Kampfmusik. Wo ist der Kampf? Ich brauche ihn. Schnell ist dämmert schon. Ach, da ist er ja. Und ich depp, geh raus. Aua. So, das zählt auf jeden Fall noch. Sehr gut. Und weiter geht's. Okay, hier haben wir Truhen. Das ist auch schön. Oh, ein paar Lederstreifen. Immer gut. Oh, einiges an Metall. Sehr schön. Hallo. War diese Dämmerung vielleicht einfach, weil die Nacht gerade angefangen hat?
natürlich dann keine Dämmerung ist. Sonnenuntergang. Aber, na. Ah, noch mehr schöne Arten von Metall. Ne, war definitiv Dämmerung. Warum die Tür jetzt so kurz blockiert war, weiß ich nicht. Wahrscheinlich ein kleiner Bug. Oh, das war kein Bug. Das war ich, der zu doof war, um zu sehen, dass dort eine Laterne steht. So. Wie die ganzen Smartphone-Nutzer. Nein, die meisten weichen ja aus. Ich habe kürzlich gelesen, dass es wohl eine Applikation für Smartphones gibt, die einen warnt, wenn Laternen kommen. Die wird offenbar auf die... Also nicht nur Laternen, sondern generell... Was ist denn da? Da oben hängen Fässer rum. Die wird wahrscheinlich auf die Kamera zugreifen und einfach sehen, oh, da kommt ein Hindernis, ich warne mal meinen Meister. Und ja, dann warnt's. Ich meine, dass es notwendig ist, finde ich ein bisschen erschreckend, aber die Idee finde ich klasse. Tatsächlich, hier hängen einfach ein paar Fässer rum. Ich weiß nicht warum, aber... Hoppala. Autsch. Bleib stehen. Und... Hoppala. Autsch. So. Gut, dann weiter. Hier gab es irgendwo... Aua. Eine schwebende Insel. Außerdem werde ich in dieser Folge mal gucken. Also ich werde mal... Nicht nur in dieser Folge, ich werde in diesem Abenteuer... Das Abenteuer wird wahrscheinlich ein bisschen langgezogen dann sein. Über mehrere Folgen. Ich werde gucken, ob ich irgendwo was... finde, das wirklich als Schatz zu definieren wäre. Hier haben wir auf jeden Fall eine Menge Eisen. Das heißt, ich muss die Höhlen mal genauer untersuchen. Ich bin nicht sicher. Ich habe es in der letzten Folge erwähnt. Ich sage es jetzt am besten nochmal, für die, die es nicht geguckt haben. Ich habe irgendwann mal, aber am Start von Alpha 7 gelesen, dass es tatsächlich Schätze gibt. Dass man Treasure Embers in speziellen Höhlen bzw. irgendwo finden kann. Und deswegen will ich jetzt mal tatsächlich ein Abenteuer durchsuchen, um zu gucken, ob ich was finde. Ist jetzt natürlich die Frage, ob das wirklich ein offener Weg ist oder ob das Schätze sind, nach denen man graben muss. In letzterem Fall, ja, wäre es ein bisschen kompliziert, was zu finden. Was ich auf jeden Fall machen müsste, wären die... Hoppala. Wäre das Durchsuchen der einzelnen Inseln hier. Und dazu bräuchte ich eigentlich ganz viele Blöcke. Okay, ich gehe auf jeden Fall zuerst einmal zu der Insel. Vielleicht sollte ich das einfach mal machen und mal ganz viele Blöcke mitnehmen. Irgendwas total leicht abbaubares, wie Sand hier zum Beispiel. Und den dann immer wieder zurücknehmen, wenn ich wieder runterklettere. Was bewachst du denn hier, du Wache? Okay. Das wird mir zu anstrengend. Dem jetzt auch noch hinterher zu tauchen, um ihn zu töten. Muss ja nicht sein. Aus dem Weg. Aus dem Weg. Oh, geht's hier irgendwo... Es geht da irgendwo hin. Hallo. Ah, eine goldene Truhe. Und, ja, ein bisschen Milkstone ist schon schön. Und hier ein paar Fensterscheiben, das ist zumindest nicht schlimm. Okay, also nichts Besonderes. Wie sind die hier wieder rausgekommen? Irgendjemand hat sich ja... Also, wahrscheinlich ist der einfach gar nicht runtergesprungen. Oder der hat die Insel einfach wieder verlassen... als er hier unten war. Auch möglich.
da. Und hoch und höher. Ich frage mich, ob es auch bessere Spitzhacken fürs Abenteuer selbst geben wird. Oder ob es die... nicht ob es die geben wird, sondern ob es die bereits gibt. Die Steine hier sind ganz schön, die will ich behalten, deswegen werde ich die jetzt nicht benutzen, um hochzuklettern. Das wiederum heißt, ich brauche schlechtere Steine, beziehungsweise schlechteres Material. Zum Beispiel das hier. Erde. Hoppala, das ist keine Erde, das ist ein Baum. So, das nehmen wir noch. Aus dem Weg, du Pflanze. Jetzt leider auch verschiedene Arten von Erde, die ich gerade sammle. Das könnte dann noch komplizierter werden. Wenn hier ein anderer Spieler vorbeikommt und hier reinfällt, wird er sich auch erstmal fragen, was hier los ist. Natürlich wird da ziemlich schnell drauf kommen, aber... erstmal wird es wahrscheinlich verwirrt. Obwohl, wahrscheinlich wird er einfach hier rüber rennen. Okay. Habe ich genug? Wird schon reichen. So. Und wenn ich das nächste Mal was auf meiner Insel abbauen muss, dann werde ich mal gucken, ob das Sand ist. Obwohl eigentlich... nein, ich werde irgendwann mal in der Truhe jetzt nachgucken müssen. Ah, hier geht's nochmal runter, dann gehe ich doch erstmal hier runter gucken, ob ich irgendwas Schönes finde. Was ist denn das? Achso, einfach ein leuchtender Pilz. Und noch mehr Eisen. Langweilig. Hoppala. Hallo. Eine leuchtende Pilzhöhle. Gut. Da oben ist offenbar nichts Besonderes und ja, hier gibt's nichts. Schade. Also klar, Eisen, aber Eisen brauche ich jetzt nicht wirklich. Dann eben wieder hoch. Von wo kam ich? Von da kam ich. Und hopp. Ich vermisse das Fliegen. Es geht allerdings... oh, es ist ja Nacht. Dann tut es mir leid, aber ihr seid... Moment. Kämpfen wir eher gegen die hier, denn die sind in einer anderen Höhle, die ich noch nicht durchsucht habe. Und damit sind sie ein bisschen im Weg. So. Gut, und jetzt gucken wir, wo es hier weitergeht. Es geht nirgends weiter. Ganz toll. Habe ich umsonst die ganzen Skitterlings getötet. Was wollte ich eigentlich? Ich wollte nach oben klettern. Warum mache ich denn das nicht? Aber da starten wir lieber hier. Es ist immer noch so, dass es irgendwie klappert, wenn ich das setze. Als hätte ich eine Glocke an der Hand. Ich habe noch nie nachgehorcht, ob das auch wirklich im Let's Play zu hören ist. Sollte aber theoretisch. Plus, weil mir gerade in den Sinn kam, dass es eventuell irgendwas im RL ist, aber dann müsste das wirklich mit der Maus verknüpft sein und dann wäre das nicht nur ein Skysaga, deswegen bezweifle ich es stark. Aber wie kommt's? Warum klingelt's? Ich soll aufhören. Und weiter geht's. Ich habe den Weg rausgefunden. Yay. Ich markiere mir das am besten mal. So. Hier geht's lang.
Hallo, das hier ist Sparta. Sparta, sagte ich. Tschüss. Hallo. Ui. Das hat mehr Schaden gemacht, als ich vermutet hatte. Oh, hey. Hallo. Na, was haben wir denn hier? Schuhe, yay! Und ich hab nicht mal gute Schuhe, deswegen ist das tatsächlich was Gutes. Ah, Holz, ganz toll. Ist ja nicht so, dass da draußen ganz viele Bäume stehen, die ich einfach hätte mitnehmen können. Was Sinnvolles wäre ganz schön. Na gut, das erspart mir meinen Farm. Oh, was haben wir denn hier? Jetzt nichts so Besonderes, aber besser als nichts. Und besser als Holz. Ah, Leder, okay, das ist gut. Und hier oben ist gewöhnlich so eine Eisentruhe. Oh, Schnee? Oh, weißer Sand. Okay, sieht genau aus wie Schnee. Was haben wir hier? Sassy Lasso Emote habe ich schon. Die enthalten immer einen Island-Titel, einen Insel-Titel, also einen Inselnamen und ein Emote, wie es aussieht. Diese Metalltruhen. Das droppt manchmal Leder. Und ich habe vergessen, meine Hatchet, also mein Beil zu erstellen. Hätte ich mal machen sollen. Um zu testen, ob es besser ist. Ja, dann habe ich das noch offen. Wo? Hier. Und abwärts. Da, da, da. Noch weiter abwärts. So, so langsam rechts mit abwärts. Uppala. Gut, schauen wir uns weiter um. Das sieht nicht aus, als würde es hier irgendwas Schönes geben. Nee. Wie gesagt, die ganzen fliegenden Inseln muss ich mal überprüfen. Da oben war ich jetzt schon. Das war das kleine Häuslein. Da oben war ich noch nicht. Ich habe jetzt auch nicht die Gelegenheit genutzt, natürlich von oben einfach mal nachzugucken. Wäre sinnvoll gewesen. Okay. Dann versuchen wir es mal. Einfach hochklettern. Da, da, da. Noch höher. Also dadurch, dass die Inseln zwar immer zufällig erstellt sind, allerdings sich doch immer ähneln, weil bestimmte Teile ja vorgeschrieben sind, zum Beispiel wie ein Dorf aufgebaut ist, ist offenbar sehr strikt vorgegeben. Nehme ich an, dass wenn ich einmal herausgefunden habe, wie ich so einen Schatz finde, die ziemlich schnell immer wieder kriegen kann. Ist eine gewisse Schwäche natürlich des Spiels. Da unten ein Skelett? Achso, nee, das ist eine Wache. Okay. So. Dort ist nichts drauf. Okay. Dort. Ist da was? Das dort? Das könnte auch ein Stein sein.
So. Das Problem, das ich jetzt auch habe, ist, also mit den fliegenden Inseln dann, ist, dass die beste Methode theoretisch wäre, auf eine zu gehen. Hoppala. Und sich von der dann zur nächsten immer hinzubauen. Damit kann man allerdings gewöhnlich das, was man benutzt hat, vergessen, weil man kann dann kaum den ganzen Weg wieder abbauen. Das rentiert sich nicht. Was haben wir denn hier? Und noch ein Problem, das ich gerade habe, wo ich so drüber nachdenke. Ich weiß gar nicht, ob diese Schätze hoppala, wie die Kisten für alle geteilt werden. Oder ob es immer bloß eine pro Karte gibt. Und derjenige, der am schnellsten angekommen ist, bekommt sie dann. Das wäre dann etwas doof, weil auf dieser Karte waren jetzt schon, aua, glaube ich, drei Leute vor mir. So. Ist hier noch einer? Nee. Oh, doch, da. Hoppala. Aua. Aua. So. Ich will nach oben. Aber vielleicht wird das ja auch gelöst, wenn es diese Leiter gibt. Vielleicht kann man die dann auch nicht auf der eigenen Insel benutzen. Beziehungsweise auf der nicht eigenen Insel nutzen. So. Was? Gibt's hier wirklich keine einzige Truhe? Wozu habe ich dann die ganzen Leute abgeschlachtet? So. Und hier oben gibt's auch nichts. Dort gibt es eine fliegende Insel, die komisch aussieht. Vielleicht ist das ja was. Achso, nee, das war nur ein Baum. Okay. Dort nicht. Dort scheint was zu funkeln bei der Insel. Vielleicht war das auch nur ein Stern im Hintergrund. Dann schauen wir mal. Ich muss auch nicht direkt zu der Insel, dadurch, dass ich jetzt eben nicht dieses Umherbauen mache. Reicht's, wenn ich einfach erstmal ein Stück nach oben gehe und mir die ganzen Inseln angucke und mich dann entscheide, zu welcher Insel ich gehe. Kann natürlich auch eine große Fehlentscheidung sein, das so zu machen. Aber das wäre dann eben auch eine gute Möglichkeit mit dem Flieger. Dass man sich erstmal hochgräbt, dann umherfliegt. Also vorausgesetzt, der Flieger kommt in der Form, wie ich es mir vorstelle. Eben wirklich wie ein Gleitschirm. Dass man dann eben ein ähnliches Feeling hat wie bei der Arkham-Reihe. Man spannt den Umhang und flattert los. Bin ich inzwischen hoch genug, um auf alle Inseln rauf zu gucken? Dort ist nichts, da ist auch nichts. Und dort hinten sind immerhin Keystones. Gut, hole ich mir. Okay, ich sehe gerade, wir sind bei 25... Boah, wo habe ich jetzt gerade Schaden hergenommen? Aua, da schon wieder. Aua. Ich bin verwirrt. Gut, ich hoffe, es hat gefallen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge, in der ich das Abenteuer vielleicht beende. Vielleicht auch nicht. Ich bin nicht sicher. Wahrscheinlich werde ich noch ein bisschen rumgucken. Wie gesagt, ich würde schon ganz gerne mal einen Schatz finden. Oh Gott, zu weit. Ich bin zu weit gegangen. Und
ja, deswegen glaube ich, werde ich schon ein bisschen rumsuchen. Auf jeden Fall sehen wir uns, hinterlasst Kommentare, lebt wohl und adios.